Hey, 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 alle zusammen, schönen guten Morgen und danke, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Powerstone. Schwierigkeitsstufe 3 Sterne mit Ayame, die erste Stage. Sehr schön. GG. Oh, gegen Ryoma. Bin ich mal gespannt. Die Dings, die Gegnerwahl hat sich so ein bisschen geändert von den Stage. Von 1 und 2 waren die gleich, gegen welche Gegner ich gespielt habe, von Charakteren her. Bei 3 ist jetzt anders. Good job. Oh, hier haben wir Jack jetzt. Das haben wir mal als ersten Gegner Stage 1.
Oh, das war ja richtig schlecht. Ich habe nichts getroffen. Okay. Aber wie hat sich nichts verändert? Also Jack als Champion gegen ihn. Ist halt ein komisches Match und bisschen schwierig. Gut gemacht. Sehr schön, deswegen. Jetzt mal die Fähigkeit ein. Ah, schade. Good job. Also in eins durch. Na, mit einem habe ich noch nicht, glaube ich, geschafft. Ich bin immer irgendwo hängen geblieben. Musste da mehrmals dann kämpfen. Vielleicht kommt das mit der Zeit noch. Weil Tang ist so mein schlimmster Gegner. Oder schlimmer als Jack. Weil er so flink ist und hier die Map auch recht uncool ist. Kann man so leicht dodgen. Krass. Ah, schade. Okay, war ich noch mit drinne. Na, bisher habe ich mit allen Champions Probleme gegen Wang Tang. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das mit den Stühlen probiere immer.
Ah, ich brauche. Okay, also. Bis dahin habe ich recht gut gewascht. Deine Schläge kommen auch immer durch, das ist so nervig. So, und die Fähigkeit. Boah, hab ich Glück gehabt. Okay, ne, jetzt hat er alle. Schade. Ja, wir bleiben weiter fokussiert. Es ist machbar, die Runde. Sehr schön. Boah. Direkt das einsetzen. Yes! Sehr schön. Geschafft. Ich weiß nicht, ob es der Champion ist oder mit seiner Stage halt, mit seinem Raum da, wo ich fighte, aber die Kombo zusammen, die ist echt schwer dagegen. Also nach meinem Empfinden. Falsch. Good job. Ah, wir sind schon beim Piraten.
Ja, okay, das war's. Was? Close, dass ich das gewonnen habe. Ich habe schon abgeschrieben, das Game. Also, ich dachte nicht, dass das was wird. Nice. Sehr, sehr cool. Glück gehabt. GG. Nice, beim ersten Mal habe ich den besiegt. Sehr, sehr cool. Ich merke schon, ich schaffe es immer schneller, von der Zeit her auch. Und immer einfacher vom Feeling her. Nicht vom Feeling, aber wahrscheinlich bin ich, kommt es mir nur so vor, weil ich mich so ein bisschen eingespielt habe. Das macht auch viel aus. Braucht ein paar Runden, um wieder fresh zu werden. Natürlich mit einem neuen Champion dann erstmal. Dauert das natürlich eine Zeit, bis man warm wird. Es läuft gut. Sehr schön. Gut Job. 3 Sterne durchgespielt. Werden wir beim nächsten Stream die 4 Sterne durchspielen. Ich guck mal, wie viel mein letztes 2 Sterne. Wie lange habe ich gebraucht? 24 Minuten. Also mit dem Ending. Warum habe ich auf jeden Fall hinbekommen, aber ich muss gucken, was ist die falsch? 12 muss das sein, ja. Speichern so. Ich jetzt eine Pause machen gleich? Dann nach der Pause
beim nächsten Stream auf jeden Fall die 4 Sterne probieren. Ich glaube, es gibt bis 8 Sterne, soweit ich weiß. 7 oder 8, bin mir gar nicht sicher, aber ich denke 8. Ja, müsste 8 sein. Mal, dass ich irgendwann einen perfekten One habe. Müsste es so perfekten One. Ich denke so 17 Minuten. Würde ich so einschätzen. 18 Minuten. Ja. Wenn schnell durch ist. Und nicht noch einmal gegen jemanden spielen muss. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen schon mal. Sieht man noch die Endcard und sehr, sehr cool. Ja. Machen wir durch, dann haben wir wieder 3 Champions. Es gibt noch ein paar. Ihr Ziel ist an mit allen Champions, aber wenn ich mit Ayame durchgespielt habe, wird es so sein, dass ich erstmal wieder ein anderes Spiel mache. Das ist so zu viel zwischendurch und ich so Schritt für Schritt halt das Spiel komplett durchspiele. Jetzt denke ich eine Folge, vielleicht ein bisschen ein Anime gucken. Heute steht noch an Griechisch lernen und sonst eigentlich nicht viel. Ne? Muss mal gucken, ob ich Sport durchziehe heute. Morgen ist ja Montag. Morgen auf jeden Fall heißt es für mich lernen in der Bibliothek, auch hier zu Hause. 2 Wochen Ferien, da kann ich natürlich die Zeit gut nutzen, um zu lernen. Deswegen. Morgen muss ich auch nicht kochen, weil ich die Reste von gestern oder von heute esse. Speichern brauchen wir nicht halt, ne? Unseren Namen einfach nur, aber wir haben so wenig Speicherplatz hier auf der Karte, aufgrund von Fenster Online, dass ich immer so ein bisschen aufpasse halt, ne? So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann später.